Hey Leute, ich bin's David und heute beim Schießstand auf dem Prüfstand ist die Canon R6, die ich in den letzten 3 Monaten intensiv kennenlernen durfte. Ich habe in dieser Zeit zwar die meiste Zeit vorwiegend mit der großen Schwester R5 verbracht, aber die R6 trotzdem immer als Zweitkamera mit dabei gehabt. Jetzt habe ich den Spieß die letzten Wochen mal umgedreht und die R6 ganz bewusst als Hauptkamera verwendet, da sie ja vermutlich für sehr viele aufgrund des Preises die interessantere der beiden neuen Canons sein wird. Und vor allem endlich quasi die perfekte DSLR-Umsteigerkamera für alle, die von der EOS R damals nicht so richtig überzeugt waren. Und auch die Canon R6 wurde im Verlauf dieser letzten 3 Monate mit Firmware-Updates deutlich aufgewertet. Also nicht wirklich besser gemacht, aber zumindest wie vorgesehen nutzbar gemacht. Was aber wiederum vor allem das Thema Video betroffen hat. Was ich hier aber wieder ganz bewusst ausklammere, da ich diesem Thema ein eigenes Video widmen werde. Also Bock zu wissen, was die vielversprechende R6 so als Fotokamera taugt, dann Film ab. Die R6 ist mit dem Blick auf Canons Lineup eigentlich etwas komisch, denn sie ist preislich ganz klar über der EOS R angesiedelt, aber löst mit nur 20 Megapixel deutlich schlechter auf. Dass sie trotzdem deutlich mehr kostet, liegt vor allem daran, dass die R6 quasi eine Baby R5 ist. Oder auch eine Baby 1DX Mark III ohne Spiegel, wenn man so will. Beides ist schon mal definitiv nichts Schlechtes. Aber wichtig ist, ob nicht irgendwo an entscheidenden Stellen gespart wurde, um den Preis von 2.600 € zu erreichen, im Gegensatz zu eben diesen anderen Kameras, von denen sie quasi das Baby ist. Das klingt jetzt so, als wären 2.600 € wenig Geld, aber von den kleineren Kameras der großen Hersteller ist die R6 hier die teuerste, wenn auch nicht unverhältnismäßig teuer für die gebotene Leistung. Ob das so bleibt, wird sich aber erst mit der A7 IV zeigen. Die Karten liegen jetzt auf jeden Fall schon mal auf den Tisch. Nikon hat seine vorgestellt, Canon hat seine vorgestellt. Und bis eine A7 IV kommt, vergeht eben auch noch etwas Zeit. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Speccheck. Das Herz der R5 bildet ein 20 Megapixel auflösender Vollformatsensor. Und der ist eigentlich ein alter Bekannter. So munkelt man zumindest und vieles spricht auch offensichtlich dafür, dass hier in der R6 der 1DX Mark III Sensor verbaut ist. Nur im Gegensatz zu dieser DSLR, hier wie bei der R5 auch mit In-Body-Stabilisierung. Für mich sind 20 Megapixel oder auch 5.496 × 3.670 Pixel ein Tick zu wenig Auflösung. Oder? Naja, ist es das eigentlich? Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Wahrscheinlich ist das auch viel Gewohnheit. Ich habe einfach gerne mehr. Aber da sich meine Arbeit sowieso nur im Internet abspielt und ich so gut wie nie großformatig drucke, brauche ich eigentlich ganz nüchtern betrachtet diese Auflösung, die so eine R5 oder eine A7 R4 bieten, nicht. Mir fehlt dann aber irgendwie bei 20 Megapixel bei Landschaftsfotografie und Porträts so ein bisschen der Spielraum zum Croppen und auch ein bisschen Auflösung für die Bearbeitung in der 100% Einsicht. So richtig nah an die Details des Bildes ran kommt man dann nur mit 2:1 Vergrößerung. Im Endeffekt könnte ich wirklich alles, was ich fotografiere, genauso gut mit der R6 fotografieren, wie mit der 45 Megapixel auflösenden R5. Und selbst die absoluten Top Micro Four Thirds Kameras kommen immer noch mit 20 Megapixel Auflösung aus. Aber durch die geringe Auflösung auf dem Vollformatsensor hier sind die einzelnen Pixel natürlich deutlich größer, was in der Theorie wiederum für ein besseres Lowlight-Verhalten sorgen sollte. Wie das dann in der Praxis aussieht, vor allem im Vergleich zu R5, das zeige ich euch später noch. Mit ihren 20 Megapixel auf dem Vollformatsensor liegt die R6 sogar etwas unterhalb von Sony A7 III oder Nikons Z6 oder Z6 II. Theoretisch sollte sie also sogar besser abschneiden als diese beiden Kameras, was Lowlight angeht. Aber es hat natürlich auch den massiven Vorteil, dass die RAW-Files aus der R6 nur zwischen 15 und 35 Megabyte groß sind, je nach ISO und Bildinhalt. Wie ich das bei der R5 schon ziemlich verwirrend fand, gerade im Vergleich zu Sony, wo jedes File immer gleich groß ist. Alternativ kann man hier auch noch C-RAW aufnehmen. Das ist dann ein verlustreich komprimiertes RAW-Format, was in der Praxis außer bei massiver Bearbeitung kaum Nachteile haben sollte, aber die Dateigröße nochmal grob halbiert. Dateigrößen sind also für die R6 absolut kein Problem. Die Files lassen sich ziemlich flott von A nach B kopieren, es sind keine wahnsinnig großen Speicherkarten notwendig und auch der Puffer wird nicht unnötig krass belastet. Von diesen Dateien, die die R6 ausspuckt, können exakt wie bei der R5 mit mechanischem Shutter und Electronic First Curtain Shutter bis zu 12 Bilder pro Sekunde aufgenommen werden. Mit Silent Shutter sogar bis zu 20 Bilder pro Sekunde. Der Shutter, sein Sound
und seine Geschwindigkeit entsprechen exakt der R5. Das heißt, der Shutter ist hier eben auch leise und ziemlich, ziemlich sexy im Klang. Die Serienbilder sind mit vollständiger Autofokusunterstützung ohne Shutter Blackout möglich. Das heißt, bei Serienbildern zeigt der Sucher auch in der kleinen R6 durchgehend ein Bild an. Dadurch ist es viel einfacher, dem Geschehen zu folgen, als wenn der Sucher im Serienbildmodus zwischen den Aufnahmen kurz schwarz wird, wie das zum Beispiel bei Sony der Fall ist, außer bei der A9 II. Aber auch hier gilt, was ich schon zur R5 gesagt habe. Leider reduziert die R6 bei Silent Shutter generell die Farbtiefe der RAW-Files auf 12-Bit statt auf sonst 14-Bit. Das reduziert den Dynamikumfang und ist vor allem bei extremen Bearbeitungen ein Nachteil. Schade ist das vor allem dann, wenn man nicht im schnellen Serienbildmodus unterwegs ist, sondern einfach nur mit Electronic Shutter leise Bilder machen will oder vielleicht sogar eine Timelapse machen will oder vielleicht Nachtaufnahmen machen will, wo der Shutter die Kamera nicht wackeln soll und so weiter und so fort. Das heißt, bei Astrofotos, bei Timelapse oder auch Langzeitbelichtung leider lieber Finger weg von Silent Shutter, solange es noch keine Option gibt, das separat zu aktivieren. Ich denke echt, Canon hätte da definitiv transparenter sein sollen. Irgendwo eine Möglichkeit einbauen, dass man auch mit voller Farbtiefe elektronisch auslösen kann. Das wäre zumindest für die Landschaftsfotografen und Astrofotografen ein echter Vorteil. Ich vermute, auch hier geht Canon diesen Weg, um Rolling Shutter zu minimieren. Denn Sensoren lassen sich mit geringerer Farbtiefe eben schneller auslesen. Trotzdem wäre es echt schön, wenn da mit offenen Karten gespielt wird. Und es wäre auch mega gut, wenn man die Möglichkeit hätte für Silent Shooting mit 14-Bit RAW, ohne schnelle Serienaufnahmen. Beim Thema Serienbilder steckt die R6, also schon mal die EOS R, ganz, ganz, ganz locker in die Tasche und bietet gegenüber der R5 keinerlei Nachteile. Und das kann man in vielerlei Hinsicht sagen. Und das hier alles auch nochmal, um es hervorzuheben, mit vollständigem Augenautofokus, Gesichtsautofokus, Tracking-Autofokus, ganz Canon untypisch ohne jegliche Einschränkung. Gespeichert werden die Fotos entweder auf einer UHS-II-Speicherkarte oder auf einer UHS-II-Speicherkarte. Schon mal ein Unterschied zur EOS R5 mit ihrem CF Express-Slot, aber trotzdem Dual-Karten-Slots und wieder so ein massiver Vorteil gegenüber der alten EOS R. Und beide eben mit schnellem UHS-II-Speed. So steht keiner der beiden Kartenslots dem anderen im Weg und man kann schön flott redundant auf beide Karten seine Fotos speichern. Die OS2-Karten sind zwar deutlich langsamer als die CF Express-Karte in der R5, aber durch die kleinere Dateigröße sind bei gutem Licht und kleinen ISOs quasi endlose Serienbilder möglich. Gerade beim mechanischen Shutter kennt die Kamera kaum eine Grenze. Die 20 Bilder pro Sekunde sind trotzdem viel. So, dass der Puffer nach so circa 5 bis 10 Sekunden überläuft und die Kamera dann langsamer aufnimmt. 5 bis 10 Sekunden heißt aber in diesem Fall auch 100 bis 200 Bilder in Serie. Und das ist alles andere als schlecht, das ist im Gegensatz sogar richtig, richtig gut für eine Kamera dieser Preisklasse. Das redundante Schreiben auf beide Speicherkarten macht die Kamera minimal langsamer und fotografiert ihr in höheren ISOs, was in der Praxis ja bei Sport durchaus mal vorkommt, zum Beispiel um schnellere Verschlusszeiten zu realisieren, dann verkürzt sich die Dauerfeuergeschwindigkeit sogar relativ enorm. Dass es hier keinen schnelleren Kartenslot als UHS-II gibt, das lässt die R6 gerade im Vergleich zur Z6-II von Nikon ein wenig schlecht aussehen. Aber UHS-II kann man so gut wie überall lesen, ist abwärtskompatibel zu normalen SD-Karten und kann in SD-Kartenlesern jeder Art ausgelesen werden. Für CF Express, die deutlich teurer sind, muss man so gut wie immer einen eigenen Kartenleser mit sich rumschleppen. Und in der R6 kommt derselbe DigicX Bildprozessor zum Einsatz wie in der R5 und wie in der 1DX Mark III auch. Und Probleme hat der Prozessor mit der Masse an Bildern hier absolut keine. Der könnte auch noch viel mehr, wie man zum Beispiel an der R5 sieht. Hier so ganz ohne alles, was die R5 und die 1DX Mark III noch zusätzlich können, fühlt sich der Prozessor bestimmt sogar etwas unterfordert, würde ich sagen. Die R5 verwendet den Sucher, den auch die EOS R schon im Einsatz hatte, und das ist definitiv nichts Schlechtes. Entspricht von der Auflösung her einer Sony A7 R3 oder A9 oder Nikons Z-Reihe. Also 3,7 Millionen Punkte. Und auch in Kombination mit 120 Bildern pro Sekunde Bildwiederholrate im Smooth-Modus. Das heißt, man kann beides aktivieren, man muss nicht zwischen Auflösung
und bester Bildwiederholrate wählen, aber das geht dann etwas zu Lasten der Akkulaufzeit. Schon in der EOS R war der Sucher also definitiv nicht schlecht und hier gibt es nichts zu meckern. Zwar nicht auf A7R 4 oder R5 oder A7S 3 Niveau, aber dafür ebenfalls mit dem von Canon gewohnten modernen Overlay und auch Komfortfunktionen wie der sich ändernden Anordnung der GUI-Elemente im Hochformat. Durch die Auflösung und die Bildwiederholrate setzt sich die R6 hier aber etwas von anderen Enthusiasten Vollformatkameras ab. Das Display hier löst mit 1,6 Millionen Punkten schlechter auf als bei der EOS R oder bei der R5, denn die bieten 2,1 Millionen Punkte. Auch Nikons Z6 Reihe, die bietet auch 2,1 Millionen Punkte. Noch dazu ist das Display hier mit 3 Zoll im Vergleich zu 3,2 Zoll sichtbar kleiner als bei der R5 und es ist aber immer noch vollständig dreh- und klappbar, was mir für die bessere Sichtbarkeit aus allen Richtungen und Positionen enorm wichtig ist. Aber das ist natürlich Geschmackssache, nur mittlerweile hat man das Problem, wenn man das nicht mag, dass man sich dann kaum noch neue Kameras kaufen kann, außer von Nikon. Auch die maximale Helligkeit und Farbtreue des Displays hier an der R6 können mich überzeugen und ist auch sehr gut abgestimmt mit dem Sucher. Deutlich besser als das Sony macht. Noch dazu ist selbst die niedrigere Displayauflösung hier bei der einfachen R6 deutlich höher als bei Sony seinen 4000 Euro teuren High-End Kameras. Denn dort werden immer noch lächerlicherweise Displays verbaut, die nicht dem Preis entsprechen. Ein Punkt, der mich schon an der R5 sofort gecatcht und überzeugt hat und hier dank identischem Body auch an der R6 ist die Ergonomie und das Handling. Auch hier war das Liebe auf den ersten Griff. Der Body bzw. der Griff ist genauso groß, dass meine Hand bequem Platz findet mit jedem Finger. So ist es auch einfacher, schwere Objektive mit nur einer Hand zu halten. Das hier ist jetzt wahrlich nicht schwer, aber ihr wisst schon, was ich meine. Die Position der Räder und Knöpfe ist für Umsteiger vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber nach ein paar Tagen geht das in Fleisch und Blut über, dass man eben den Finger nach oben bewegt, um das Rad zu bewegen und nicht nach unten, wie zum Beispiel bei Sony. Die R6 hat im Gegensatz zur R5 als äußerlich größten Unterschied ein klassisches Modus-Wahlrad statt dem Top-Display und der Modus-Taste auf dem hinteren Einstellrad. Auf dem Modus-Wahlrad findet man merkwürdigerweise auch einen vollständigen Automatikmodus, der meiner Meinung nach an einer Kamera dieser Preisklasse nichts mehr zu suchen hat. Ansonsten Programmautomatik, Zeitpriorität, Blendenpriorität, der manuelle Modus und Canons neue flexible Automatik, die man von der EOS R schon kennt. Die sollte ich vielleicht mal in einem separaten Video erklären, das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Noch ganz dazu gibt es eine extra Position für den Bulb-Modus, eine Position für den Videomodus und 3 Custom-Profile, auf die sich leider nach wie vor keine Videofunktionen legen lassen. Canon, das muss per Firmware kommen. Definitiv. Da beide Kameras sich den Body teilen, liegt auch hier der Schalter fürs Ein- und Ausschalten auf der linken Seite und damit meiner Meinung nach auf der falschen. So braucht man beide Hände, um die Kamera an- oder auszuschalten. Praktischerweise ist R5-Zubehör durch den Umstand des fast identischen Bodies auch R6-kompatibel. Das heißt, Batteriegriffe passen an beide, L-Winkel passen an beide, Kameracages passen für beide. Nur beim Display-Class, da muss man ein bisschen aufpassen. Ein paar klitzekleine Unterschiede gibt es hier aber doch. Die Anschlüsse der Kamera sind etwas anders angeordnet. Und die R6 hat auch keinen sowieso seit Jahren unnötigen Blitz-Synchronport mehr. Leute, wer hat denn bitte eine 4.500 Euro Kamera wie so eine R5 oder R6 und blitzt noch mit Kabel-Blitzauslöser über den Blitz-Synchronport? Neben dem Auslöser, dem Wahlrad oben und dem Wahlrad hinten gibt es im Vergleich zur EOS R nun auch wieder ein Drehrad auf der Rückseite. Ich lege mir da gerne die ISO drauf, so hatte ich das bei meinen Sonys schon, aber ich habe gehört, andere legen sich zum Beispiel auch die Belichtungskorrektur da drauf, denn ein separates Rad für die Belichtungskorrektur gibt es nicht. Also nicht diese kleinen Plus-Minus-Drehregler, wie sie Sonys vierte Generation hat. Naja, ob man es braucht, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Denn man kann natürlich auch, abhängig vom Modus, in dem man gerade ist, das Rad, was in dem Modus nicht verwendet wird, für die Belichtungskorrektur nutzen. Oder man hat hier auch noch den RF-Funktionsring, dann drückt man dann die Sterntaste hinten am Body, dreht am Ring und nutzt den für die Belichtungskorrektur. Übrigens ziemlich cool, beim 50mm 1.8. kann man die Funktion des Rades umschalten. Entweder man hat den RF Control Ring oder man hat eben Fokuseinstellungen da drauf. Ziemlich praktisch. Ich habe diese RF Linsen Funktionsringe vorher eher für eine Spielerei gehalten, aber mittlerweile weiß ich die echt zu schätzen.
Insgesamt gibt es auch hier satte 12 Tasten, die fast alle frei belegt werden können. Und ein Joystick ist auch endlich mit an Bord. Und ich weiß nun dank euch auch, wie man den Joystick zum Verschieben der Fokuspunkte verwendet. Das ist zwar die einzige Funktion, die man auf den Joystick zuweisen kann, aber dennoch ist die Out-of-the-Box erstmal deaktiviert. Wer sich das bei Canon ausgedacht hat, soll mir mal bitte erklären, was er sich dabei gedacht hat. Noch dazu ist der Joystick der letzte Punkt unter den Custom-Tasten und irgendwie war ein Joystick für mich keine Taste, sondern eben ein Joystick. Als Akku kommt in der R5 und auch in der R6 der neue, leicht verbesserte LPE 6NH zum Einsatz. Ich habe hier drinnen jetzt aber keinen dieser Sorte, sondern einen günstigen Nachbau-Akku von Baxter. Das ist ein LPE 6N Nachbau, denn das ist aufwärts-abwärts kompatibel. Der neue Akku hat den Vorteil, dass er 10% mehr Kapazität bietet und dass man mit diesen neuen LPE 6NH Akkus die Kamera über USB-C laden und gleichzeitig verwenden kann. Das geht mit den Nachbau-Akkus oder älteren Akkus leider nicht. Aber naja, sonst hätte man auch kaum ein Kaufargument für die ca. 100 Euro teuren neuen Akkus. Ich nehme dann doch lieber die günstigen Nachbau-Akkus. Mit der neuesten Generation gibt es da auch keinerlei Probleme beim Auslesen des Akkustands. Die Akkulaufzeit ist zwar leider nicht auf einem Level mit zum Beispiel einer A7 R4, wenn man nur fotografiert, aber die macht das eben schon doch sehr gut und hat auch ein deutlich weniger helles und weniger auflösendes Display. Aber das ist bei weitem nicht schlimm. Denn der Akku hier reicht trotzdem für eine ganze Menge Aufnahmen. Egal ob Zoobesuch, Portrait-Shooting-Session, einen ganzen Tag Fototour mit Micha. Die Akkulaufzeit der R6 und der R5 hat mich bisher nicht enttäuscht in der Praxis. Und dabei ist die Laufzeit im ausgeschalteten Zustand hier bei der R6 sogar besser als bei der R5. Denn das Top-Display der R5 zieht, auch wenn die Kamera eigentlich aus ist, den Akku leer. Da die R6 ja kein Top-Display hat, wird der Akku auch nicht leerer im ausgeschalteten Zustand. Was die Bedienung und die Menüs angeht, da ist Canons Menü bei R5 und R6 einfach Sahne und tatsächlich eine ganze Ecke intuitiver, als was ich eben bisher gewohnt war. Auf Anhieb, ohne viel Eingewöhnung, ist das Menü verständlich. Er gibt Sinn und quasi jeder findet die entsprechenden Einstellungen ohne langes Suchen. Die Ebenen sind klar sortiert und durch die Räder super schnell bedienbar und vollständig touchbar. Was Sony weder in der A7 III noch in der A7 C schafft, ist bei Canon, Panasonic, Nikon seit Jahren gang und gäbe. Abgesehen davon kann man mit dem Touchbildschirm auch auslösen, Einstellungen ändern, das Quick-Menü aufrufen, ohne eine physische Taste drücken zu müssen und damit gegebenenfalls irgendwie an der Kamera zu wackeln. Viel besser kann man Touch-Bedienung an einer Kamera kaum machen. Und apropos Quick-Menü. Wie bei der R5 kann man auch hier leider nichts im Quick-Menü verändern. Die Einträge machen zwar Sinn, sind aber teilweise auch oft, naja, unbrauchbar oder Personalisierung wäre immer King. Zum Beispiel die Dynamikbereichsoptimierung, die nutzen wahrscheinlich die wenigsten RAW-Shooter und trotzdem hat sie ihren Platz im Quick-Menü und kann dort auch nicht entfernt werden, leider. Die Bedienung im Allgemeinen und auch die Ergonomie sind Riesenpunkte, die mich an der R6 vollkommen überzeugen und die es auch ziemlich schwer machen, diese Kamera aus der Hand zu legen. Das ist zum Beispiel kein Vergleich gegen eine A7 III oder auch nicht gegen eine etwas ergonomischere A7 R4. Selbst Micha, der die Ecken und Kanten seiner Fuji X-T4 liebt, schätzt und weiß, was ich meine. Denn die Canon liegen irgendwie mit Abstand am besten in der Hand. Und da muss ich sagen, das ist sowas, naja, vorher, als ich noch hauptsächlich Sony-Nutzer war, da habe ich mir gedacht, ja, Bildqualität, Bildqualität, Bildqualität. Sony, Sony, Sony ist King. Aber jetzt mit den Canons, da denke ich mir irgendwie, na, vielleicht kann ich auch auf so einen kleinen Tick der absoluten Top-Leistung in der Bildqualität verzichten, den ich eigentlich nicht brauche und habe dafür einfach eine Kamera, die besser in der Hand liegt, die sich schöner bedienen lässt, die ein besseres Display hat und so weiter und so fort. Naja. Aber das alles bis hierhin und eben auch diese tolle Bedienung und Ergonomie spielt keine so richtig große Rolle, wenn das nicht stimmt, was die Kamera am Ende ausspuckt. Und da hatte eben gerade die EOS R ihre Probleme damals. Aber die Preview TV hat das relativ schön ausgedrückt. Im Vergleich zur EOS R hätte die R6 wohl das Prädikat Most Improved Player verdient. Denn früher war Canon für mich nie ein Thema, da sowohl Dynamikumfang als auch Rauschverhalten nicht konkurrenzfähig waren, für meinen Geschmack. Die Kameras haben zu schnell und noch dazu unschön gerauscht. Aus den Schatten ließ sich kaum was rausholen an Details und jemand, der gerne und viel Landschaftsfotos macht und auch gerne mal Astrofotos probiert, da sind das zwei wichtige Themen, bei denen Canon eben bisher nicht überzeugen konnte.
Porträts und gerade Hauttöne waren dagegen schon immer die Stärke von Canon. Und mal sehen, wie sich die R6 so im Vergleich anstellt. Und da würde ich wieder sagen, bis auf die Auflösung steht die R6 der R5 in nichts nach. Gefühlt sogar nur minimal weniger Dynamik als eine A7 III, einen direkten Vergleich habe ich aber nicht. Sehr gutes Schatten-Recovery und auch Highlights mit richtig guten Details. Und abgesehen davon, für Portrait, Street, Studio, Casual-Fotografie, ist die R6 eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Und wer so eine Vollformatkamera von Canon haben will, um damit seine Familie zu fotografieren, so wie ich das meistens mache, der ist mit einer R6 ziemlich gut dran. Und was mir aufgefallen ist, gerade im Vergleich zur R5, ist, dass die R6 gar nicht so viel besser mit Lowlight umgehen kann als eine R5. Und das trotz der deutlich geringeren Pixeldichte auf dem Sensor. Also die R6 produziert zwar so gesehen länger bei höheren ISOs brauchbare Bilder. Das heißt, selbst ISO 51200 geht hier für mich noch als brauchbar durch. Und ISO 12800, das würde ich sogar noch als ausgesprochen sauber bezeichnen. Eine R5 rauscht aber durch die höhere Auflösung feiner. Und rauschen müsste man immer auf gleicher Bildgröße vergleichen. Denn gehe ich bei der R5 auf 100% ran, dann sehe ich natürlich einen deutlich kleineren Sensorausschnitt als bei der R6. Trotzdem wirkt das Rauschen hier selbst bei 51200 oder 104400 noch relativ angenehm. Und ein Bild mit ISO 104400 könnte man durchaus für Social Media verwenden, da die Farben auch bei diesen ISOs nicht vollkommen auseinanderfallen, wie man das vorher von Canon oder eben auch von Sony gewöhnt war. Denn dort kommt mit höherer ISO immer mehr Farbrauschen ins Spiel und hier wird es einfach nur wie so ein leichter Grain, der über dem Bild liegt. Es wird ein bisschen softer, ein bisschen unschärfer, aber es gibt nicht diese Farbblockbildung, die ich zum Beispiel von der A7 R4 gewohnt bin und die ich dort absolut hasse. Aber rein subjektiv gefällt mir das Lowlight- und Rauschverhalten der höher auflösenden R5 sogar gefühlt besser. Eben durch diese höhere Auflösung, durch das feinere Rauschen. Das ist aber vermutlich gar nicht so weit hergeholt in meinem Gefühl, denn die R6 hat keine Dual-ISO. Die zwei Stufen, die die R5 durch ihre Dual-ISO kompensieren kann, kompensiert die R6 trotzdem ziemlich gut durch ihre großen Pixel. Die R6 macht daher auch für Astrofotografie Spaß. Etwas, wie vorhin schon gesagt, bei dem man vorher einen großen Bogen um Canon-Kameras gemacht hat. Und dafür liebe ich auch diese Bulb-Timer-Funktion. Sahne. Das sollte jeder Hersteller integrieren. Ich weiß nicht, was das Sonys Problem ist, das einzubauen. Bulb-Timer ist eigentlich echt ein Muss. Und auch die R6 hier produziert Bilder in diesen unvergleichlich schönen Canon-Farben, was gerade bei Hauttönen auffällt. Vielleicht auch einfach ein Weißabgleich-Trick, immer ein bisschen wärmer als die Konkurrenz, aber trotzdem überzeugt uns die R6 da genauso wie die R5 und da sind Micha und ich uns vollkommen einig. Was eigentlich natürlich auch zum Thema Bildqualität gehört, ist Rolling Shutter. Und leider verbindet die R6 hier zu viel mit ihrer Sensorschwester, der 1DX Mark III. Denn Rolling Shutter ist massiv. Schnelle Bewegungen mit Silent Shutter fotografieren sollte man vermeiden. Aber zum Glück gibt es ja auch 12 Bilder mechanisch. Die Belichtungsmessung, die ich bei der R5 im Review bemängelt habe, arbeitet übrigens seit dem letzten Firmware-Update auf Version 1.2.0 deutlich besser. Und das, obwohl nichts davon im Changelog stand. Der Unterschied war für mich direkt beim ersten Fotoshooting mit den beiden Kameras erkennbar. Im Mehrfeld-Messmodus priorisiert die Kamera das Gesicht des Motivs und sorgt dafür, dass eben genau das, was man fotografieren will, im Automatikmodus richtig belichtet wird. Das, genau das, was ich bemängelt habe beim R5 Review, wurde durch ein Firmware-Update verbessert, aber gar nicht im Changelog genannt. Irgendwie schon sehr komisch. Und gleich nach der Bildqualität will ich über den Autofokus reden, denn der ist nahezu perfekt und außerordentlich gut, wie bei der R5. Laut Canon beträgt die Autofokusabdeckung hier 100% horizontal und vertikal und das kann ich auch bestätigen. 100% Abdeckung heißt, in jede Ecke ist die Kamera in der Lage zu fokussieren und das ist ein enormer Vorteil gegenüber DSLR-Kameras, wo ja quasi nur die Bildmitte durch den Sucher fotografiert als Fokuspunkte verwendet werden kann. Was man aber bedenken muss, mit adaptierten Objektiven wie zum Beispiel dem Sigma 35 1.4, was ich gerne verwende, kann man nur so ca. 70-80% horizontal und vertikal fokussieren. Mit meinen RF-Linsen ist aber die volle Fläche möglich. Das ist bei Canon aber auch, wie gesagt, objektivabhängig und eben auch adapterabhängig, denn zum Beispiel diese Blende 11, 600 und 800 mm Linsen, die nutzen nur den mittleren Teil des Sensors zum Fokussieren. Wird also immer je nachdem, was das Objektiv kann und wo das Objektiv gut ist, umgeschaltet von Canon werkseitig. Und wie schon bei der R5 gesagt,
Canons Dual-Pixel-Autofokus funktioniert auch in sehr dunklen Lichtverhältnissen noch länger zuverlässig gut als der bekannte Phasenvergleichs-Autofokus, den zum Beispiel Sony verwendet. Kleines Beispiel dafür, zum Beispiel ein Home-Shooting mit Aufsteckblitz. Ohne Modeling-Licht ist das immer etwas düster, wenn man die Lichtfarben nicht mischen möchte und den Raum ordentlich abdunkelt. Die R6 war trotzdem in der Lage, Gesichts- und Augen-AF bei den Bildern von meinem kleinen Sohn zu nutzen und ordentlich zu fokussieren, obwohl der Raum quasi stockduster war. Ich verwende die Kamera übrigens meistens im Tracking-AF-Modus mit aktiviertem Gesichts- und Augenautofokus. Diesen Modus würde ich in der Landschaftsfotografie nicht unbedingt empfehlen, da der Vordergrund dann prinzipiell fokussiert werden möchte. Dann hilft aber das Antippen des eigentlichen Motivs oder man ändert über die Tastenbelegung fix das Autofokusfeld. Die verfügbaren Voreinstellungen für die Autofokusfelder entsprechen ebenfalls der R5 und den wählbaren Einstellungen und die machen immer noch Sinn. Und ich habe mich jetzt mal genauer mit den Custom-Einstellungen der Kamera befasst und die Autofokus-Wahl so eingestellt, dass ich hier oben die Taste drücken muss, dann das Rädchen drehe und so blitzschnell durch die gewünschte Feldgröße wechseln kann. Sehr praktisch. Und auch sehr schön, durch die aktivierte und vorher versteckte Option mit dem Joystick kann ich jetzt bei Augenautofokus mit dem Joystick zwischen den Augen hin und her schalten. Bei Sony war das deutlich komplizierter. Und Touch-Tracking? Das kann die R6 auch richtig gut und steht der R5 in nichts nach, da sie denselben Prozessor verwenden. Auch das Antippen und Wählen des gewünschten fokussierten Motivs gefällt mir bei Canon deutlich besser als bei Sony und es bleibt auch besser am getrackten Motiv dran. Auch mit Auge am Sucher und dem Display als Touchpad kann man den Tracking-Punkt verschieben und Hinterkopferkennung gibt es hier auch. Das Autofokus-System, die Möglichkeiten und Eigenschaften unterscheiden sich kein bisschen von der fast 2000 Euro teureren R5. Und jetzt, wo ich endlich auch weiß, wie man die Fokuspunkte verschiebt, macht es mir gleich noch mehr Spaß. Ach ja, wenn jemand von Canon zuhört, Leute, aktiviert die Joystick-Funktion als Standardeinstellung. Das ist das, wozu man einen Joystick braucht, der ist dafür da. Und warum sollte man das auf Aus einstellen? Out of the box. Also ich meine, wer den Joystick nicht mag, der kann das von mir aus auf Aus stellen. Aber es gibt genau zwei Optionen für den Joystick. Autofokuspunkte verschieben und aus. Die eine macht Sinn, die andere nicht und die andere ist aber voreingestellt. Alter Falter. Eigentlich kaum zu fassen, dass man sowas einer Firma mit dieser Erfahrung und Marktmacht sagen muss. Einen direkten Autofokusvergleich zwischen der R6 und einer anderen ähnlichen Kamera kann ich euch leider an dieser Stelle noch nicht bieten. Da das System aber dem der R5 entspricht, könnt ihr die Aussagen aus dem R5 Review vermutlich auch für die R6 nutzen. Momentan wäre die Z6 II der einzige direkte Konkurrenz, da Sony noch keine neue Mittelklasse rausgebracht hat und die A7 III zwar immer noch sehr gut, aber eben nicht so gut ist. Autofokus wirkt also in der R6 sehr flüssig und super zuverlässig. Den tollen Canon Focus Guide, den gibt es auch in der R6, also diese praktischste Funktion, die ich mir eigentlich vorstellen kann in Sachen manueller Fokus. Und dazu auch noch super genial, die Fokusskala im Display. Die war immer on point bei Canon. Bei Sony konnte man die eigentlich getrost vergessen und sollte sich überhaupt nicht daran orientieren. Und bei Canon einfach perfekt und endlich ist unendlich, so muss das sein. Selbst mit Sony eigenen Objektiven war das nicht machbar bei Sony Kameras. Und einen Teil zur guten Bildqualität trägt auch der schon angesprochene stabilisierte Sensor bei. Unstabilisierte Festbrennweiten wie dieses 50mm 1.8 werden so auch stabilisiert. Und dafür, dass R5 und R6 die ersten Canons mit IBIS sind, liefert man hier deutlich mehr ab, als man erwartet hätte. Die IBIS-Leistung kann man als beeindruckend relativ gut beschreiben und das ist nicht untertrieben. Kombiniert man den stabilisierten Sensor mit einem Objektiv mit Bildstabilisator, sieht es hier nicht anders aus als bei der R5, wo Belichtungszeiten von einer Sekunde aus der Hand selbst bei größeren Brennweiten möglich waren und 2-3 Sekunden aus der Hand sogar mit mehr Weitwinkel kein Problem sind. Auch wenn das System noch etwas Optimierung braucht, was zum Beispiel die Stabilität ohne Bewegung angeht, hat Canon hier alle anderen Hersteller mit mehr Erfahrung auf diesem Gebiet meiner Meinung nach überflügelt. Noch dazu gibt es auch einfach viele Linsen mit Stabi, was ja klar war, da EOS R und EOS RP das eben auch nötig hatten. Und jetzt hat Canon quasi aus den vielen Objektiven mit Stabilisator und dem IBIS-Kameras echt das perfekte Match gemacht.
dass ich diese Canon RF-Objektive für ziemlich gut halte. Das habe ich nun bereits mehrfach an unterschiedlichen Stellen gesagt, nicht mal nur zuletzt im R5 Review, sondern auch in den weiteren Objektivtests danach. Gleiches gilt auch hier, aber an der R6 hat man diese Auflösungsvorteile natürlich nicht, denn hier hat man nur 20 Megapixel und man würde von der absoluten Schärfe der Objektive eben weniger sehen. Die meisten aktuellen RF-Linsen sind also eher eine schlechte Kombination mit der R6, da sie imstande sind, deutlich mehr aufzulösen, als die R6 an Auflösung braucht. Natürlich schadet es nie, in ein gutes Objektiv zu investieren, denn you date a camera, but you marry a lens. Auch gerade im Blick auf die Zukunft. Wer weiß schon, ob man in ein oder zwei Jahren nicht doch eine höher auflösende Kamera kauft und dann seine RF-Linsen weiterverwenden will. Aber trotzdem sind die Preise gerade von den RFL-Linsen doch ein wenig deplatziert im Vergleich zu einer R6. Da wird es echt Zeit, dass Tamron und Sigma in RF einsteigen, um eben gerade für so eine günstigere R6 die passenden Objektive auf den Markt zu hauen. Aber ich habe gehört, Sigma ab 2021, yeah. Nach den beeindruckenden Canon L Flaggschifflinsen, die mega viel kosten, mehr als die Kamera, kommen aber auch immer mehr erschwinglichere RF-Linsen ins Programm. Zum Beispiel das schon getestete 3518 IS Makro. Für mich ein Must-Have an der R6. Oder auch das 50mm 1.8 Nifty 50 hier. Mit nur knapp über 200 Euro liefert das eine richtig gute Leistung und macht echt richtig Spaß. Und ein Blende 4 Weitwinkel-Zoom steht auch schon auf der Roadmap. Und das 24-105 Blende 4, das halte ich für die perfekte Ergänzung zu einer R6. Und auch das neue winzige 70-200 4.0 halte ich ebenfalls für wahnsinnig interessant, auch wenn das noch ziemlich teuer ist. Wovon ich aber lieber die Finger lassen würde, ist das im Kit mit der R6 angebotene 24-105 Blende 4 bis 7.1 STM IS. Solche Objektive bereiten euch im Praxiseinsatz kaum Freude. Und ehe man am Ende sowieso bald in was Besseres investiert, kann man diesen Schritt eben auch einfach gleich überspringen. Leute, ernsthaft, lieber länger sparen und mehr Spaß dran haben und sogar bessere Bilder machen. Aber auch an der R6 funktionieren natürlich mit den vorhandenen drei EF zu RF Adaptern alle EF-Linsen nativ und soweit mir bekannt auch ohne Einschränkung. Außer eben, dass man diesen kleineren Fokusbereich nur nutzen kann in der Bildmitte. Die Lieferprobleme der Adapter sind aber leider nach wie vor aktuell zum Zeitpunkt dieses Videos. Und wer jetzt bestellt oder den Adapter aus Canons CPS-Programm kostenlos anfordert, bekommt ihn vermutlich erst Richtung März nächsten Jahres. Das ist wirklich ärgerlich und schade. Da der Adapter für viele Umsteiger die einzige Möglichkeit ist, ihren Objektivpark zu nutzen. Das sollte Canon echt möglichst schnell in den Griff bekommen. Nicht, dass sich die Leute noch genötigt fühlen, billige Drittanbieter-Adapter zu kaufen und eben nicht in den Genuss von perfekter DSLR-Linsen-Adaptierung kommen. Naja, und bei den nur etwas teureren RF-Ring-Adapter, da gibt es übrigens keine großen Lieferprobleme. Also, wenn man bereit ist, nicht 100 Euro, sondern 180 Euro zu bezahlen, dann ist dieser RF-Ring-Adapter ebenfalls eine gute Wahl und den bekommt man auch Stand heute noch. Und im Vergleich zu den Adapterlösungen, die es für Sony gibt und gab, ist Canons eigene Adaptierung nochmal eine ganze Ecke besser und absolut nicht vergleichbar. Man muss sich hier keinerlei Gedanken darüber machen, sondern jedes EF-Objektiv funktioniert entsprechend auch an den spiegellosen Kameras. Und Sigma hat sogar einen Guide veröffentlicht, mit dem man alle EF-Linsen mit dem Canon-Adapter getestet hat. Ich habe die R6 jetzt seit Ende August. Sogar als einer der absolut ersten in Deutschland. Nun haben wir Ende Dezember fast. Das sind fast 4 Monate Zeit, um die Kamera so richtig gut kennenlernen zu können. Ich habe die R6 zwar deutlich weniger benutzt als die R5, aber sie hat mich eigentlich nicht viel weniger überzeugt. Sie ist beeindruckend gut. Handlich, ergonomisch, schnell, stressfrei und ein absolut solides Arbeitstier, auf das man sich fototechnisch vollkommen verlassen kann. Die R6 hat natürlich auch ihre Schwächen, gerade Rolling Shutter. Und für den einen oder anderen vielleicht die zu geringe Auflösung könnten sauer aufstoßen. Aber das eine muss man vorher wissen und fürs andere gibt es ja solche unabhängigen Tests hier. In den über 5000 Auslösungen, die sie runter hat, hat sie mich nicht enttäuscht. Die Bildqualität ist absolut einwandfrei. Die Canon-Farben machen gerade bei Hauttönen viel Spaß. Das Handling ist ein Traum, das Menü, die Bedienung, kein Vergleich. Der Autofokus ist tadellos. Das alles habe ich auch schon zur R5 gesagt. Ja, stimmt.
Bis auf die Auflösung gibt es fotoseitig nicht viele Unterschiede. Alles wirkt hier modern, schnell, so wie man das von einer soliden Enthusiastenkamera im Jahr 2020 erwarten darf. Und es bleibt eben auch ein starker Kontrast zu modernen Sonys. Meiner Meinung nach kreidet man das Sony viel zu wenig an, wie krass der Bedienungs- und Handling-Unterschied im Gegensatz zu Canon und Nikon ausfällt. Es ist wirklich kein Vergleich. Und da ist eben auch das bisschen mehr an Bildqualität, was Sony liefert, eigentlich keine Ausrede für. Und da fragt man sich eigentlich, wieso ein Hersteller damit durchkommt. Denn das Menü und die im direkten Vergleich quasi hinterwäldlerische Bedienung einer A7 R4 stehen in absolutem Kontrast zu dem Neupreis von damals 4.000 Euro und heute immer noch 3.000 Euro. Und auch die A7 S3 mit dem neueren Menü kommt nicht ran und wirkt teilweise, als ob die Kamera gar nicht hinterherkommt mit der Bedienung. Denn die laggt, das habe ich schon im Review dazu gesagt, das macht so eine R6 nicht. Nein, und die kostet knapp die Hälfte oder zumindest fast 2.000 Euro weniger. Naja. Hören wir mal auf mit auf Sony rumbashen. Ob die R6 nun die beste aktuelle Mittelklasse-Vollformatkamera ist, das kann ich euch nicht sagen. Ich hatte leider noch keine Z6 II in der Hand und meine Glaskugel ist noch nicht so weit, dass ich euch sagen kann, was eine A7 IV so auf den Tisch legt. Aber die R6 hat, soweit ich das einschätzen kann, fotoseitig nichts falsch gemacht und viel richtig gemacht. Perfekt ist sie nicht, aber auch hier ist meine Kritik auf der Fotoseite der Kamera minimal. Mehr Transparenz von Canon wäre schön, aber das kann man eigentlich von allen Herstellern sagen. Die R6 hat in der kurzen Zeit, die sie auf dem Markt ist, mittlerweile schon 3 Firmware-Updates bekommen, die auch tatsächlich was verändert haben. Zumindest das erste auch ziemlich viel. Die beiden danach wären eher so minimale Tweaks. Also ich will euch hier keine Canon R6 aufquatschen. Wenn ihr aber gerade denkt, dass es langsam an der Zeit ist, die DSLR an den Nagel zu hängen, dann könnte die R6 eine wirklich gute Umsteigerkamera sein, eine richtig gute Wahl, die euch nicht enttäuschen wird. Oder auch dann, wenn ihr mit offenem Blick unabhängig von der Marke nach einer tollen Vollformatkamera im mittleren Preisbereich sucht. 2.600 Euro sind natürlich nicht wenig Geld. Vielleicht lohnt es sich aber auch noch auf die A7 IV zu warten, wobei die ergonomisch und von der Bedienung schon mal gar nicht an die R6 herankommen kann. Entscheiden muss das jeder für sich selbst. Und es ist nicht wenig Geld. Mein Erfahrungsbericht soll euch aber vor allem als Entscheidungshilfe dienen. Ich bin nicht der größte Abenteuerfotograf der Welt. Ich mache nicht die absolut geilsten Bilder der Welt, aber ich verstehe eine ganze Menge von der Materie und von der Technik und ich freue mich immer, wenn meine Videos euch bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen können. Wenn ihr euch aber nun sicher seid, dass es die R6 werden soll, dann findet ihr natürlich Links zur Canon R6 unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt damit dafür, dass wir weiterhin solche Videos machen können, denn das ist unser Geschäftsprinzip. Die beeindruckende, aber leider auch eingeschränkte Videoseite der R6 werde ich in einem anderen Video behandeln. Wann genau, kann ich euch jetzt noch nicht versprechen. Dafür muss ich ihn noch ein bisschen weiter als Hauptkamera quälen. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann würde ich mich riesig über ein Like und euer Abo freuen. Und wenn ihr noch Fragen zur Canon R6 habt, dann immer ab damit in die Kommentare und sagt uns einfach mal eure Meinung zur Kamera. Wir lieben den Austausch und die Diskussion in den Kommentaren unter unserem Video. Aber ihr könnt eure Fragen natürlich auch gerne als Nachricht bei Instagram oder Facebook schicken. Ach ja, apropos, falls ihr noch Zeit habt, schaut auch gerne mal bei uns im Instagram vorbei. Dort posten wir die besten Bilder, die mit der hier getesteten Ausrüstung entstanden sind. Und wir blicken in Stories so ein bisschen behind the scenes und lassen euch in Umfragen an Entscheidungen des Kanals mitwirken. Ansonsten findet ihr irgendwo hier jetzt noch 2 weitere Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könnt. Vielleicht ein RF-Objektiv-Review und unser R5-Foto-Review. Mal sehen, was ich da so reinpacke. Ich dachte ja eigentlich, das R6-Video wird kürzer als das zu R5. Aber naja, ich hoffe trotzdem, ihr habt in der ganzen Zeit was gelernt. Danke für eure Aufmerksamkeit und ciao, bis zum nächsten Mal, wenn ich euch wieder ein Ohr abkaue.